Moin, moin. Ganz kurz vorweg, also wir sitzen jetzt gleich hier und gucken uns schöne Sachen an. Falls ich trotzdem so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, ziemlich wirke, liegt das daran, dass Dinge gerade nicht so laufen, wie ich das möchte. Ja, und man sagt ja manchmal, dass einem Steine in den Weg gelegt werden. Ich habe gerade das Gefühl, also gestern hat sich mehr oder weniger ein Grand Canyon aufgetan. Und ja, naja, mal gucken. Geht allerdings eher um Arbeit als um wirklich Privates, wobei das bei mir irgendwie eins ist, weil ich nirgendwo bleibe, wo ich nicht froh und glücklich bin. Und ja, aber wie gesagt, ansonsten hier im Red Headquarter ist alles okay, beziehungstechnisch ist alles okay, meine Freunde sind hoffentlich alle okay. Ja, aber ich habe lange kein Video gedreht, beziehungsweise auch lange kein Los Lager mehr gemacht. Ich habe gesehen, dass ich in dieser Kiste ein, zwei Sachen aus der Post habe, es ist aber längst nicht die Post, die hier angekommen ist. Und dadurch, dass ich so lange kein Video gedreht habe, ist auch vieles verschleppt und ich glaube, ich werde den letzten Paketen auch nicht wirklich gerecht. Das heißt, ich zeige jetzt hier hauptsächlich das, was ich mir gekauft habe, was ein bisschen mehr ist, als man von mir vielleicht auch gewöhnt ist, weil normalerweise passt das in die Los Lager Dinger ja immer so ein bisschen mit rein. Ja, diesmal nicht. Fangen wir mit meiner momentanen Lieblingsmascara an, die, mal abgesehen davon, dass mir das Wimpernbild gut gefällt, extrem widerstandsfähig ist. Also die verträgt halt auch, dass man sich die Finger nass macht und einmal drüber wischt. Mein momentaner Job hat auch viel mit sehr viel Dreck und Staub zu tun. Und da ist es dann halt manchmal so, wenn ich in der Pause auf Klo gehe und gucke, da sind meine Wimpern praktisch ummantelt mit hellbeigefarbenem Staub. Also man sieht sie praktisch gar nicht mehr und dann kann ich mir die Finger nass machen und da einmal so drüber wischen, abgesehen davon, dass man den Scheiß nicht im Auge haben will. Und das hält die aus. Und zwar geht es um die hier. Ich habe hier zwei drin. Ich habe auch noch eine bei Herrn Unfug. Eine habe ich, also ich habe die auch schon Leuten angedreht und so. Und zwar geht es um die hier. Das ist die Essence Lashes of the Day. Die hat vom Wimpernbild her, finde ich, ganz, ganz große Ähnlichkeit mit der Lash Paradise von L'Oreal. Nur, dass hier 12 Milliliter drin sind und sie, weiß nicht, ungefähr 3 Euro kostet. Das tut die L'Oreal nicht. Also in der L'Oreal sind, glaube ich, 6, irgendwas drin. Die trocknet unglaublich schnell ein. Ich finde sie auch von der Widerstandskraft, also ganz ehrlich, davon muss ich wirklich reden, weil also das, was meine Mascara manchmal aushalten muss, muss eigentlich keine nicht wasserfeste Mascara aushalten. Aber mit der hier bin ich extrem zufrieden. Hatte ich auch auf dem Festival dabei, das hat die überhaupt nicht interessiert. Das Einzige, was halt passieren kann, ist, wenn man extrem schwitzt und wenn man ganz, ganz extrem schwitzt. Ich habe nun sehr lange Wimpern, nicht viele, aber sehr lange, dann stempelt sich das hier oben ab. Aber halt auch wirklich, dann ist der Rest von mir halt auch schweißgebadet. Und zwar über Stunden. Und dann gibt es hier mal so ein paar schwarze Punkte, aber das ist ja praktisch lächerlich. Insofern, wenn jemand auch auf der Suche nach einer prima Mascara ist, bis jetzt hat sich noch keiner beschwert, dem ich die angedreht habe. Dazu gab es den Volume Booster Lash Primer Super Volume with Superfruits. Ja, das interessiert meine Wimpern garantiert, was für ein Vitamingehalt das der Kram hier hat. Ich bin ein bisschen, man merkt das, es tut mir ein bisschen leid, aber ich kann halt auch mal ein bisschen bissig werden. Und den finde ich auch ganz gut. Der ist sehr weißlich. Das Bürstchen finde ich auch ganz gut. Ich habe ihn jetzt länger nicht benutzt. Ich habe ihn halt einmal benutzt, in die Kiste hier getan, damit es mir nicht vertüdelt geht. Jetzt fällt mir hier eine Blume um. Wirst du wohl. Das ist übrigens die Kiste. Ines wird sie wieder erkennen. Das zu Mascara. Dann habe ich, ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Soll ich mit Augen weitermachen? Ja, ich probiere es mal. Hm.
Jetzt habe ich ein Produkt gesucht und das hat mit Augen gar nichts zu tun. Wo ist es denn jetzt? Und dann packst du eine Kiste und findest trotzdem nichts. Das ist ja auch. Und zwar hatte ich mir aus der einen Catrice LE, aus der hier, das ist die Active Warrior, da habe ich mir einen von diesen, also aber reduziert, einen von den Epic Sex Proof Lip Inks gekauft. Hatte ich auf dem Festival mit. Hält ganz gut. Ich habe tatsächlich Lippenstifte, also klassische, die besser halten. Aber hält ganz gut. Also war jetzt kein Fehlkauf oder so. Das Ding heißt Adrenaline. Adrenaline. Also Adrenalin mit Betonung auf Rot. Ist bei mir tatsächlich eher orange-pink. Ich swatch den jetzt nicht auf meinen Handrücken, denn da bleibt der. Mein Handrücken ist gelb, weil ich dann Bronzer ausprobiert habe. Moment. Komm raus da. So, ich mache mal kurz den Handrücken sauber, dann hat er vielleicht auch eine Chance, ein bisschen zu trocknen. So. Oh, der hält aber gut. Das ist praktisch das W7 Dupe zum, also vom Typ her dieser Creme Bronze von Chanel in diesem Pot. Und den hatte ich auch mal in der Post und den habe ich heute ausprobiert. Und tatsächlich lässt er sich sehr leicht auftragen. Ich hatte bei dem, durch die Videos über den Chanel, das ist ja so ein Oldschool-Ding, ne? Seit Jahren haben das Leute in die Kamera gehalten. Tatsächlich finde ich den W7 bis jetzt sehr einfach. Also nicht verkehrt. Genau, aus der Active Warrior Serie habe ich mir auch, wie man sieht, im Ausverkauf das Make-Up Freezing Spray gekauft. Und wenn ich gewusst hätte, wie gut ich das finde, hätte ich davon auch zum vollen Preis welche gekauft. Ist ja nun nicht passiert. Man sieht auch, ich war da schon auch ganz gut bei. Also das stimmt mit Make-Up Freezing. Ich habe kein Fixing Spray, was Make-Up wirklich so sichtbar länger halten lässt wie das hier. Also sei es Wangenprodukte oder Lidschatten oder, also ne, man ballert sich das ja nur einmal überall drauf. Ganz toll. Und es riecht minzig. Es heißt ja Gym Tonic. Allein wegen des Namens hätte ich es wahrscheinlich sowieso gekauft. Schade, dass ich davon nicht mehr habe, aber freuen wir uns, dass es da ist. So, dann habe ich, ja, von wegen, also Reihenfolge lassen wir jetzt einfach mal sein, ne? Dann habe ich mir die Eyebrow Pomade in Soft Brown von Rival de Lubian gekauft. Das war hier in der einen LE mit der lustigen Schokoladenverpackung. Ich wollte einfach irgendwas haben, was, also ich male mir meine Augenbrauen mittlerweile komplett auf. Also ich habe da pro Seite vielleicht noch 6 Haare oder so. Ich trage heute unter anderem eine Mütze, weil meine Kopfhautprobleme hier vorne, die ja nun auch schon länger da sind, also komplett nicht mehr schön sind. Ich gehe wohl ohne Mütze zur Arbeit und auch ohne Mütze raus und so, aber heute Morgen hatte ich einfach keinen Bock, mich dem Internet so zu präsentieren, deswegen halt die Mütze. Die Farbe ist ein bisschen zu dunkel für mich, was bei Eyebrow Pomades gerne mal der Fall ist. Sie ist schön cremig, sie ist schön weich. Hält auch ganz gut, aber es ist kein Vergleich zu meiner momentanen Kombination. Und zwar hatte ich das P2 Augenbrauenpuder, hatte ich ja einmal gepostet bei Instagram, wer das gesehen hat. Jetzt kriege ich diese Schachtel nicht mehr kompetent geschlossen. Naja, macht vielleicht auch nichts. Und also das, ne, aus dieser Pretty irgendwas LE. Und darunter trage ich den NYX. Die NYX Lidschatten Based in Wasserfest, die Waterproof. Und das ist eine Kombination, die richtig was aushält. Also ähnlich wie die Mascara hier muss das unfassbar was aushalten. Und wenn ich mir dann jetzt nicht gerade mit einer nassen Hand rüber reibe, hält das ziemlich gut. Also es, tatsächlich ist es so, dass ich mir die Finger kurz, ne, wie bei der Mascara auch, kurz nass machen kann und dann so ganz vorsichtig einmal über die Augenbrauen gehen kann. Vorsichtig. Und sieht immer noch gut aus. Also, ja. Also das, was ich eigentlich von dem Zeug wollte, macht diese andere Kombination. Das hat euch jetzt ganz viel gebracht, aber naja, gut. Dann habe ich hier noch, meine Diadermin Lichtschutzfaktor 30 Tagescreme wurde aus dem Sortiment genommen. Es gab keine Vorwarnung, es gab keinen Abverkauf, also nicht, dass ich das irgendwie mitgekriegt hätte. Und scheiße, das ist scheiße, denn die habe ich über... Die kaufe ich ja nun schon relativ lange. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, Mist, du brauchst eine Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 30.
dann habe ich mir die von Nivea gekauft, Q10, und die ist auch gar nicht so billig, ich glaube 8 oder 9 Euro. Mein Problem damit ist tatsächlich der Geruch. Der ist so an sich, also vom Typ her nicht scheußlich, aber derartig intensiv, und ich rieche das noch über Stunden auf meinem Gesicht. Und das nervt. Das nervt wirklich. Also deswegen mag ich diese Creme nicht. Das ist so schlimm, dass es nervt mich derartig, dass ich diese Creme nicht nochmal kaufen werde. Ansonsten ist die okay, eher reichhaltig. Ja, weiß nicht. Also nochmal mache ich das nicht. Also habe ich mir gekauft, benutze ich jetzt, aber nochmal machen wir das nicht. So, dann habe ich mir im Ausverkauf die hier gekauft. Ich hatte davon mal eine Probe, fand die super. Und zum vollen Preis sind die Dinger, finde ich, unglaublich teuer. Also, Freundin von mir meinte, das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass diese Sachets billiger sind als so ein Topf pro Anwendung. Es ist aber tatsächlich so. Also, ich habe auch den Milliliterpreis ausgerechnet und so weiter und so fort. Und die ist teuer. Und ich habe sie jetzt für 5 oder 6 Euro im Ausverkauf geschossen. Da kommt es ungefähr hin mit den Sachetpreisen. Insofern, ja, habe ich die dann mal mitgenommen. Also das ist ungefähr gleich auf, wobei es halt trotzdem noch nicht billig ist. Aber ja, deswegen habe ich die mitgenommen. Weil ich wusste, ich finde sie gut, und für reduziert war es okay. So, dann haben wir noch mehr Gesichtsmasken. Ja, haben wir. Moment. Und zwar habe ich mir die regenerierende Maske. Da habe ich doch auch noch. Oh, naja, die Gesichtscreme. Also, das ist die mit Anti-Pollution Wirkstoff Purisoft. Hier, die hier von Balea habe ich noch nicht ausprobiert. Davon gibt es jetzt auch eine Gesichtscreme. Das ist der Nachfolger von der, die ich so gerne mochte, mit Lichtschutzfaktor 20 für gestresste Winterhaut. Das ist exakt die gleiche Creme. Die riecht gleich, die lässt sich gleich auftragen. Die Verpackung ist nur anders. DM kann mir ja gerne widersprechen, aber ich glaube, meine Lieblingscreme wiederzuerkennen, was ja ganz gut ist. Die habe ich übrigens bei Herrn Unfug stehen. Dann habe ich mir noch die straffende Hydrogel-Gesichtsmaske mit Grüntee-Extrakt und Hyaluron gekauft. Die war auch jetzt nicht billig, aber sie war hübsch, und Frau Happyholz hatte ein ähnliches Prinzip in die Kamera gehalten, also ein ähnliches Prinzip, nicht diese Maske. Und ich habe gedacht, ich will dieses Prinzip auch mal ausprobieren, weil die halt zweigeteilt ist und man vielleicht so ein bisschen mit der Applikation vielleicht so ein bisschen das so ein bisschen einfacher hat. Naja, Spielkram ein bisschen, aber bestimmt auch was Gutes. Dann habe ich irgendwann bei DM einen Aufsteller mit Misha-Masken gesehen, also leider Gottes nur das. Und diese kleinen Fläschchen habe ich auch noch nicht benutzt. Ich bin ein riesen Misha-Fan. Ich habe bis jetzt noch nichts von Misha gehabt, was ich schlecht fand oder was ich nur okay fand, sondern ich finde alles, also ab gut und dann aufwärts. Und ich denke mal, dass die Maske ähnlich ist, aber ich habe sie noch nicht ausprobiert. Dann habe ich mir Badezusatz gekauft. Ich kann ja nur bei Herrn Unfug baden, aber da bin ich ja nun ab und zu mal. Und das riecht einfach so. Das riecht so schön grün. Grün ist ein Geruch bei mir. Also Gurke, Aloe Vera, Bambus, der ganze Schmonz ist. Das sind alles so Gerüche, die ich wirklich super finde. Und das hier ist mit Alge und Schachtelhalm. Hau ab! Ja. Wird hoffentlich ganz nett. Und ja, Detox ist auch nicht verkehrt, wenn man immer so dreckig wird wie ich. Dann habe ich hier. Habe ich über die schon gesprochen? Da ist Alkohol drin. Ich glaube, über die habe ich schon geredet. Lassen wir es bleiben. Also, wie man etwas Pflegekick nennen kann, und dann steht hier an zweiter Stelle, ich glaube, ich habe da nur auf Instagram drüber gesprochen, wie man dann hier an zweiter Stelle Alkohol haben kann, weiß ich nicht. Nicht so geil. Also, ich finde es nicht so schön. Die hier sind aus dem Sortiment gegangen, deswegen habe ich eine mitgenommen. Die Salthaus-Masken, wisst ihr ja, die ganz normalen, die liebe ich sowieso. Das hier ist eine Tuchmaske. Und mit grünem Tee, Detoxing, super, wird bestimmt nett. So, dann habe ich eine Handcreme nachgekauft. Ich habe die schon einmal leer gemacht.
steht drauf, dass man die auch als Maske nehmen kann. Ich denke, dass man jede Handcreme, die man gut verträgt, als Maske nehmen kann. Ja. Die riecht auch ganz gut. Ja, die riecht auch ganz gut. Meins, meins, meins. Sehr schön. Was habe ich denn hier noch? Oh ja, das ist ein lustiges kleines Kerlchen. Die LE ist jetzt schon diese Shopping Queen LE. Also Shopping Queen als Thema interessiert mich gar nicht, weil ich einfach kein Fernsehen gucke. Und das Ding ist, ich habe den Kleinen hier gesehen und da steht halt Anti-Pollution, feuchtigkeitsspendend, Protect, bla bla bla. Sehr nett. Ich habe hier hinten drauf geguckt, habe keinen Alkohol gefunden. Also nicht den Alkohol, also nicht den Ethanol-Krams. Und habe gedacht, komm, für 2 Euro nimmst du den Kleinen mal mit, auch wenn er sehr klein ist. Das Ding ist, hier sind 30 Milliliter drin. Genauso viel wie in jedem Catrice Primer, der ungefähr doppelt so groß aussieht. Aber mit den 30 Milliliter beschubsen sie euch nicht, also das ist gut. Jetzt kommt's. Ich weiß nicht, was ich... Ich habe einfach nicht raufgeguckt. Denn hier hinten steht's drauf. Angereichert mit Carrot City Spa Komplex. Mit Karottenöl, Panthenol und Allantoin. Das Zeug ist orange. Und es ist derartig orange, dass wenn ich nur den Primer auftragen würde, man so einen orangenen... wie nennt man das? Also ich möchte es orangenen Schatten auf meiner Haut nennen. Das ist ein bisschen abgefahren. Klar, Karottenöl, aber ich denke bei einer blauen Verpackung, Entschuldigung, denke ich nicht an Karottenöl. Sehr feuchtigkeitsspendend, definitiv. Ist für den Sommer jetzt auch tatsächlich zu viel. Also da hat meine Haut gesagt, okay, ganz so doll müssen wir es nicht treiben. Macht ja nichts, kann ich ja im Winter benutzen. Also an sich bin ich mit dem Ding zufrieden, aber das mit dem Karottenöl sollte man wissen. Ich finde, da kommt man nicht drauf. Bisschen abgefahren. So, was habe ich denn hier noch? Oh, ich habe mir eine Haarspange gekauft. Für 1,50. Ich muss an Arrow denken. Kann ja nicht schaden. So, jetzt, ach so, die zwei. Ja, die muss ich auch so halten, damit man versteht, warum ich beide behalte. Und zwar habe ich die beiden hier gekauft. Aus dieser LE. Die haben keinen vernünftigen Verschluss. Also wenn man diese kleinen Plastikstreifen hier, kannst du sehen, ja, an der Seite entfernt, dann flattert das da so ein bisschen drauf rum. Ich habe hier den Bronzer und den Blusher, also das Rouge. Jetzt kommt's. Der exotisch frische Duft ist bei beiden gleich und riecht tatsächlich eher nach Kokos. So ein bisschen künstlich, ein bisschen Kokos, aber ganz dezent. Wir brauchen uns da, also der Geruch, also das ist kein Vergleich zu dem, was Nivea hier verbrochen hat. Und das Ding an diesem Bronzer ist, sieht man jetzt vielleicht nicht so, ist ein bisschen schwierig, der ist sehr kalt. Der ist super weich und wenn ich den so swatche, finde ich nicht, dass der, schön hell ist er übrigens auch, finde ich übrigens nicht, dass der so kalt aussieht, also auch auf meinem Handrücken nicht. Aber wenn ich den im Gesicht trage, man kann tatsächlich sagen, dass der mir nicht so gut steht. Das Problem ist nur, die gucken sich ja an. Ich muss ja beide behalten, das geht ja nicht. Denn ich weiß ganz genau, wenn ich den jetzt verschenke, dann packt es mich ein halbes Jahr später mit, ah, oh, das ist kein Set, lalalala. So funktioniert mein Sammlerkopf halt. Deswegen, ja, also lassen wir das mit dem Weggeben gleich, auch wenn ich ihn wahrscheinlich, außer als Lidschatten oder so, wirklich nicht benutzen kann. Aber naja, aber die Qualität ist schön, genauso wie von dem Rouge hier. Ist halt so ein zartes Rosa. Auch super seidig. Beide haben so einen leichten Seidenglanz. Das Rouge hat tatsächlich kleine goldene Schimmerpartikel, die aber relativ fein sind. Also das ist jetzt kein Disco-Kugel-Effekt. Also diese kleinen... Also es ist ja niedlich mit dieser Verpackung, ne? Aber es ist so ein bisschen öllig hier. Komm da raus. So. Ich klebe das da momentan. Also die werden auch irgendwann nicht mehr funktionieren, aber sonst fällt halt der Deckel auch irgendwie immer wieder ab. So, ich habe eine Jogginghose an. Wir können uns den Finger daran abwischen. So, das sind die beiden. Ganz zart, ganz hübsch, ganz nett, ganz schmusig. Und ich finde auch nicht, dass der Bronzer so kalt aussieht. Er ist tatsächlich für mich, ist er ein bisschen kalt. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, aber damn it. So, ja, ich meine, tue ich mal kurz dahin.
So, wische euch auch gleich wieder ab. Ich habe das Tuch hier ja noch liegen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Auch wieder Reval de Loup Young. Das war Reval de Loup Young, oder? Ja. Haben ein sehr schönes Rouge und eine sehr schöne LE gehabt. Das heißt, also Palm Beach Rouge heißt das Ding. Ich weiß nicht, ob die LE so hieß. Das ist, da steht auch wieder nur Rouge. Das ist der Bursche hier mit dieser hübschen... Da. Oh. Sieht aus wie holographische Sonnenstrahlen. Sehr schön. Das Rouge ist auch richtig hübsch. Ich hatte es auf Fotos gesehen und habe gedacht, es ist mir zu kalt. Aber abgesehen davon, dass es super weich ist, das ist diese silikonige Textur. Ohne dass Silikon drin ist. Das habe ich ja. Hey. Ja, aber Mineralöl ist drin und ja, naja. Macht ja nichts. Also es ist schon fast cremig, möchte ich damit sagen. Und der steht mir tatsächlich sehr gut. Ja. Goldener Schimmer, bisschen rosa. Es ist so dieses Rose Gold Sleek Prinzip. Das funktioniert ja immer, wobei der hier sehr viel zarter ist. Also das Gold ist nicht so gelb, das Pink ist nicht so pink. Das ist schon sehr hübsch. Sollte jeder haben. Das war jetzt, also das Dauerwerbesendung muss ich hier ja auch noch irgendwo einbauen. Das hat Frau Stöpsel übrigens super gelöst. Er hat einfach einen Zettel in den Hintergrund geklebt, wo Dauerwerbesendung draufsteht. Top! Ich werde es in den Titel schreiben müssen und... Ja, ich werde es in den Titel schreiben müssen. Ich bearbeite meine Sachen ja nun nicht. Nicht großartig jedenfalls. Ja. So, haben wir noch was von Reval de Loup Young? Ja! Oh, das Lippenprodukt. Das habe ich, glaube ich, schon gezeigt. Auf jeden Fall, den hier habe ich mir gekauft, weil Herr Unfug meinte, ist der nicht hübsch? Und ich so, ja, der ist hübsch. Ich nehme ihn doch mit. Ocean Glow. Gebackene Highlighterpuder für strahlende Akzente. So. Wir ruinieren uns jetzt nicht den Nagellack. Sehr gut. Na, jedenfalls nicht so richtig. So sieht das Schätzchen aus. Es ist zum Angucken super hübsch. Also, ich glaube, dass es wenig Dinge gibt, die so unaufwendig und so hübsch sind, wie diese gebackenen Marvel-Geschichten. Weil ich meine, im Endeffekt kippen sie es da rein und es sieht hübsch aus. Und dann backen sie es. Das Ding an dem Schätzchen hier ist... Er hat eine gebrochene Kuppe. Okay, wir müssen anscheinend ein bisschen besser auf die aufpassen. Er krümelt. Er hat keine intensive Eigenfarbe. Was ja, also was man ja nicht vermuten möchte, wenn man ihn so sieht. Er hat so ein paar Glitzerpartikel. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Das muss man mögen. Mir ist das gleich, wenn ich den Rest schön finde. Und das ist tatsächlich der Highlighter. Ich finde den verhältnismäßig, also mal abgesehen von der Leuchtkraft, also die Farbe sieht man nicht so gut, finde ich, aber das hier, bling, 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 das ist halt echt schön. Damit habe ich gar nicht so gerechnet. Dass der also so dezent ist irgendwie. Lelelele. So. Meine Laune wird schon etwas besser. Ding ist, Watchen macht einfach gute Laune. Und euch mal wieder voll zu labern auch. Also wie man hier auf die Idee kommen könnte, dass das hier Werbung ist, ne? Mit Mütze und Kippe und Rumgemaule und so. Ja, das schon... Also hart manipulativ. Ich kann mich drüber endlos aufregen. Es wird auch immer wieder kommen. Wenn es einen nervt, muss er kurz weghören. Aber ich, also auf dieses Werbungsding werde ich immer wieder einschlagen. Womit machen wir denn weiter? Also Lippenprodukte kommen hier noch so einiges. Gut, dann hacken wir mal kurz das Duschgel ab. Das habe ich schon. Und ich habe es dann nochmal mitgenommen, weil es aus dem Sortiment gegangen ist. Mag ich sehr gerne. Grün. Riecht auch grün. Matcha und Chiasamen. Lebensfroh ausgeglichen. Also wenn ich in die Dusche steige, bin ich weder ausgeglichen noch lebensfroh. Da bin ich müde und dreckig und auch gerne mal angepisst von der B76 oder von der B202, auf der ich immer längs fahren muss. Aber das macht sauber. Also wirklich, also man kriegt Dreck damit runter. Also das ist ein Duschgel, was wäscht. Es gibt auch Duschgels, die... Also wo ich in der Dusche stehe und meine Arme schon sehr schrubben muss, das kann was.
Gut, machen wir, okay, dann machen wir damit einmal ganz kurz weiter. Und zwar 2-in-1 Trockenshampoo und Haarspray für frisches Haar ohne Waschen. Griffigkeit und Volumen. Ich habe mir auf dem Wilverine nicht einmal die Haare gewaschen. Nicht ein einziges Mal. Und das hat tatsächlich auch was damit zu tun, wenn man bei der Arbeit so dreckig wird wie ich, dann empfindet man so ein paar Tage Festival und das, was einem da so an Dreck um die Ohren fliegt, eher so als pff, pff, das nimmt man dann nicht mehr so ernst. Also ich habe schon meine Micellentücher dabei gehabt und habe mich auch, ne, Katzenwäsche und so weiter, aber meine Haare, da waren irgendwann echt ordentliche Ladungen davon drin, also von anderen Verpackungen, die... Das hier habe ich nachgekauft, weil ich das tatsächlich so gut fand, was das gemacht hat. Ich hatte keine fettigen Haare, sie wurden jeden Tag voluminöser. Sie waren so ein bisschen pudrig matt, aber nicht schlimm. Also nicht, dass man jetzt dachte, ich hätte irgendwas... Also es sah nicht so richtig nach Trockenshampoo aus. Und es wurde halt immer fluffiger und puffiger. Und irgendwann bin ich morgens mal aus dem Zelt gekrabbelt und ein Camp-Kollege meinte nur, Alter, dein Haar explodiert da irgendwas. Und ich so, ja, das ist irgendwie ein bisschen geil. Also wie gesagt, von dem bin ich echt überzeugt und ich habe ja nun kaum Haare. Das heißt, ja. Und es riecht auch ganz gut, ohne zu stören, ohne zu nerven, ein bisschen frisch. Ja, wie gesagt, gleich eine zweite Packung davon gekauft. Richtig, da habe ich ja noch gesagt, ich vergleiche die nochmal. Und zwar ist das hier der Nivea Glow Beauty Primer. 2-in-1 Tagespflege und Make-up-Basis. Trockene und sensible Haut. Das ist er hier. Das Tiegelchen oder der Tiegel, hat schon Staub drauf, toll, ist das gleiche wie das hier, diese fürchterliche Sonnencreme. Nein, die Sonnencreme mit dem fürchterlichen Geruch, so. Es wurde gefragt, ob ich das mit der alten... Nivea Make-up-Basis, die mit einem Glastiegel war, mit einem blauen Deckel, falls man sich daran erinnert, mal vergleichen kann. Ich habe von der keine Umverpackung. Ich kann die Inhaltsstoffe nicht direkt vergleichen. Das Ding ist, ich bin hier so ein bisschen dumm gewesen, mal wieder. Und zwar steht hier trockene und sensible Haut und auch als Tagespflege geeignet. Und hier blättert Klarlack von meinem Finger, das sieht ja schön aus. Und was ist als 1, 2, 3, 4. Inhaltsstoff? Alkohol. Liebe Kinder mit trockener und sensibler Haut, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, das als Tagespflege zu benutzen, also als alleinige. Ich denke, das geht schief. Wenn man eine normal bis trockene Haut hat, so wie ich, also im Sommer ist sie ja tatsächlich fast eher normal, dann ist das nicht das Problem. Ich würde allerdings nie meine Tagespflege weglassen. Also das ist als Primer ganz nett. Das ist auch okay und das ist ein für einen Primer ist er auf jeden Fall auch feuchtigkeitsspendend. Übrigens kein Vergleich zu dem, wo ist er denn jetzt? Hey, Karotti, Lotti Karotti, da bist du. Der ist doller. Also da bleibt auch mehr auf der Haut. Das hier zieht einigermaßen weg. Ist ganz nett. Ich glaube, dass in der ursprünglichen Nivea Make-up-Basis nicht so viel Alkohol drin war. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil ich die Inhaltsstoffe nicht vergleichen kann. Also wenn man das noch ergoogeln kann, kann ja mal einer in die Kommentare schreiben, wenn er da Bock drauf hat, da irgendwie Recherche zu betreiben. Zieht aufgrund der leichten Textur sofort ein, ja, der Alkohol verdunstet, nicht wahr? Ich finde, man merkt auch so ein bisschen Verdunstungskälte. Und sie hätten mal einen Lichtschutzfaktor reinhauen können. Ja, ansonsten, er riecht ganz gut. Man kann ihn ganz gut benutzen, es ist aber keine Tagespflege in meiner Welt und Leute mit wirklich sensibler Haut sollten wegen des Alkohols, je nachdem was ihr vertragt, ich weiß das ja nicht, vielleicht ein bisschen aufpassen. Dann noch einmal ganz kurz Körperpflege von Aldi. Aldi Nord macht sehr schöne Dinge, da kaufe ich gerne ein. Und ich habe hier gerade keine von den Augencremes, das habe ich ja gut gemacht. Ich hatte mir ja so einen Haufen Augencremes gekauft, also die gleiche Augencreme und 4 oder 5 Mal, weil ich die so toll fand. Könnt ihr euch bei Instagram angucken. Muss ich nochmal aufstehen und noch eine holen? Ja, mache ich gleich. Ich habe mir das hier gekauft. Das war auch wieder runtergesetzt. Leider ist hier kein Aufkleber mehr drauf. Es sind 250 Milliliter. Es ist unglaublich reichhaltig. Es steht straffende Dekolletépflege drauf mit Bio-Arganöl für normale und trockene Haut. Ich nehme das für den ganzen Körper, weil das so ein Pott ist. Und so teuer war es dann für die Menge irgendwie auch nicht. Bio-Arganöl aus kontrolliert biologischem Anbau. Keine Ahnung, ob das irgendwie... keine Ahnung. Bei Bio bin ich ja... Also, nur weil da Bio draufsteht,
kaufe ich es nicht oder beziehungsweise mein Gewissen braucht kein Bio. So, sagen wir es mal so. Steht halt drauf, witzigerweise nicht vorne. Abgefahren. Doch hier, naja. Aber in klein. Sie hätten es auch hier groß. Es ist eine sehr reichhaltige Pflege, habe ich einfach mal mitgenommen, funktioniert ganz gut. Gerade auf rasierten Beinen. Also die werden ja so fürchterlich trocken und da funktioniert diese Dekolletépflege hervorragend für. Dann eine Nachtcreme, die steht bei Hirn Unfug, deswegen habe ich sie jetzt hier nicht stehen. Das ist die hier, ich habe jetzt nur den Karton, aber da steht ja eh mehr drauf als auf dem Tiegel. Die ist, hier ist die Altersempfehlung und die ist dick und reichhaltig und wirkt auf der Haut schon fast matt, witzigerweise, also nicht ölig, sondern eher so matt, aber trotzdem dick. Und ich bin sehr begeistert. Ich werde die, wenn sie nicht abhaut, denke ich, nachkaufen. Also ich mag die. Und ja, also das war ein ganz guter Kauf und ich bin stolz, dass ich die Schachtel aufgehoben habe, damit ich sie euch zeigen kann. Ja, ja, ja. Altes Empfehlung, ich meine, mein Gott, ne? Wenn wir aufrunden, bin ich bei der 40. Insofern... Dann all die Tonerdemasken. Und zwar fand ich die ja ganz gut, nur unfassbar teuer. Jetzt habe ich die hier. Ursprünglich haben die 5 Euro gekostet. Das wäre praktisch das hier in reduziert. Es ist auch die gleiche Menge drin, oder? Ja, 50 und 50. Und zwar habe ich mir da einmal, beide waren auf 2,50 reduziert, deswegen habe ich mir 2 gekauft. Da haben wir hier die Tonerdemaske in Purifying mit Aktivkohle. Das ist halt immer die Krux. Ihr müsst euch extrem, also es ist so, ich muss mich extrem oft waschen, ich muss mich extrem stark reinigen, weil meine Haut mir sonst einen erzählt. Also das heißt, sowas ist super. Auf der anderen Seite ist natürlich dieses, du musst es ja auch wieder reinpacken. Das heißt, du verfällst in 2 so Extreme und ich weiß gar nicht, ob meine Haut das so lustig findet. Gestern sagte Herr Unfug, oh, du siehst aus, als hättest du, was hat er gesagt? Hier trockene Stellen und hier so Gänsehaut im Gesicht. Und ich habe nur solche Augen gekriegt. Wir waren in einem Supermarkt, das ist Licht natürlich auch nicht nett, aber ich habe nur solche Augen gekriegt und fing an, mir im Gesicht rumzuwischen, denn ich hatte nur Primer und Puder drauf, weil es irgendwie schnell gehen musste. Und dann sagt er, ja, jetzt brauchst du den nicht im Gesicht rumwischen, so schlimm ist es nicht. Ich so, Alter, du hast was von Trockenstellen und Gänsehaut im Gesicht erzählt. Natürlich wische ich mir im Gesicht rum. Pärchen im Supermarkt. Ja, also das heißt, meine Haut muss einiges aushalten. Weiß gar nicht, ob ich das so gut finde, deswegen rastet die Kopfhaut hier wahrscheinlich auch aus. Kann ich später vielleicht noch was zu erzählen. Vielleicht am Schluss, wenn die Leute, die sagen, ach, sowas gruselt mich eher, dann naja. Und zwar habe ich hier noch die Tonerdemaske Peeling. Hier hatten wir ja Tonerdemaske Purifying. Es ist ganz wichtig, die ersten 2 Wörter in Deutsch und das letzte in Englisch hinzuschreiben. Very consistent. So, beschwert sich über sowas und benutzt, ja, naja, gut, Rotalge. Und ja, wie gesagt, das soll Peeling-Effekt haben, gesund und porenverfeinernd und das hier ist porentief gereinigt. Ja, es sind halt Reinigungsmasken, kann ja jetzt nicht so verkehrt sein. Und dadurch, dass die limitiert waren, wartet ja jetzt auch keiner auf eine Review, sondern entweder man hat sie gekauft und probiert sie selber aus oder halt eben nicht. Ich freue mich aber, dass ich die noch erwischt habe. Irgendjemand hatte mir auch Bescheid gesagt, dass die kommen. Ines, warst du das? Ich glaube, du hast mir Bescheid gesagt. Ja, ich habe sie noch erwischt. So, weiter geht's im Text. Habe ich einen Text? Nein. Ach so, die wollte ich euch noch ganz kurz zeigen. Und zwar 3 kleine davon waren in der Post von Frau Make-up-Cat dabei. Ich habe ja nun 2-mal bei ihr was gekauft. Und in der ersten Postsendung waren 3 davon drin da. Und zwar war da einmal die, das hier ist die beruhigende. Dann habe ich noch eine Firming und eine Regenerating oder so. Von Dr. Hauschka. Das sind Maskenproben. Da sind 5 Milliliter drin. Und... ist das noch eine geschlossene? Ja, also die sind wirklich geschlossen wie Zahnpasta. Nein, mittlerweile. Aber wie Zahnpasta, man kennt das, denke ich. Oder wie Bandin oder so. Und ich habe jetzt 2. Eine habe ich hier, eine habe ich bei Herrn Unfug. Und was an der Maskenserie super geil ist, die ist so reichhaltig. Du benutzt wirklich, also ich meine, hier sind 5 ml drin. Und ich kann die 3-mal benutzen und habe wirklich einen Effekt. Also echt dünn auftragen, man denkt so, naja, ich creme halt das Gesicht ein und irgendwas passiert dann. Das ist ein einziges, fast schon öliges, cremiges Pff auf dem Gesicht. Und
die Haut macht so. Ja, das tut sie wirklich. Und was man mit denen auch machen kann, zumindest habe ich das online nachgelesen, dass man die halt auch, wenn man so einen erhöhten Bedarf an Pflege hat, dass man sich davon halt auch einen Klecks in die Nachtcreme machen kann. Das habe ich jetzt 2-3 Mal gemacht, zu oft hintereinander. Da sagte meine Haut halt wieder, Mielchen. Also ich habe dann halt so kleine Unterlagerungen gekriegt, weil es halt zu viel war. Aber das kann man halt auch machen und ich denke, im Winter ist das auch eine gute Idee. Jetzt muss ich halt mal gucken. Ich glaube, eine große Größe von den Jungs hier kostet 15 Euro. Wenn die aber so ergiebig sind, ich hoffe ja, dass mir das nicht schlecht wird, weil ich glaube, das ist halt auch echt eher Naturkosmetik. Wala-Heilmittel. Naja. Ich, also, war sehr froh, dass die in der Post waren. Also, bei meinem Einkauf praktisch mit dabei, deswegen habe ich das auch hier drin. Saugeil. Also es riecht echt nach Naturkosmetik, bin ich nicht der größte Fan von, aber die Wirkung, heile Witzka. Also kann richtig was. Ich glaube, mit Pflege sind wir so gut wie durch. Wäre ja auch mal was. Ich habe mir, und zwar habe ich mir davon 2 Packungen gekauft für 95 Cent im Ausverkauf, diese Highlighting Blotting Paper. Also, ich zeige euch mal die Farbe. Hier am Rand. Also ich habe, das ist ein Blättchen, was ich benutzt habe. Das sieht man auch. Ich gehe da mit dem Pinsel rein übrigens. Also wenn man sich das aufs Gesicht, Highlighting Paper wäre in Ordnung gewesen. Ich swatch euch das mal. Oder Highlighting, Bronzing, wie auch immer. Aber Blotting, ich hoffe, das hat, also ich bin froh, dass ich das nicht wie ein Blotting Paper benutzt habe, denn das ist die Farbe. Das Zeug deckt praktisch wie ein Lidschatten. Und ja, also das, also wenn ich mir das aufs Gesicht gehauen hätte, wahllos, also flächig, da wäre ich jetzt nicht so begeistert von gewesen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber ich kann pro Blättchen 2-3 Mal mit dem Pinsel, also ich habe da 2-3 Anwendungen pro Blättchen. Ist jetzt nicht das billigste Produkt, wenn man es so rechnet, aber ne? Naja. Tolle Farbe. Also mir steht die unglaublich gut. Ich benutze das so als Bronzer, Rouge. Ich benutze es auf den Wangen. Ganz bisschen orange, gold, köstlich, also genau mein Ding. Und deswegen war ich ganz froh, dass ich die im Ausverkauf einfach 2-mal mitnehmen konnte. Ja, das hat geklappt. So. Bleiben wir bei Highlightern. Ich hoffe, mir bricht jetzt hier nicht die ganze Konstruktion zusammen. Mal gucken. Du bist kein Highlighter. Du bist ein Highlighter. Moment. Ich habe so ein paar gekauft. Rouge, Bronzer, Moment. Genau, zeigen wir doch mal die beiden. Also, ich konnte gedächtnistechnisch nicht zwischen Master Holographic und Master Chrome unterscheiden. Von Maybelline. Sind ja beide relativ neu. Die hier waren zuerst da und dann jetzt sind gerade die gekommen. Bei YouTube kennt man sie ja nun schon ewig. Terra Babies benutzt ein Master Chrome, aber nicht in 050 Molten Rose Gold, sondern in einer Farbe, die hier sehr ähnlich sieht, die der hier sehr ähnlich sieht, Gottes Willen. Aber halt Master Chrome und nicht Master Holographic. Und mein Problem mit diesem Master Holographic ist, ich glaube, das sieht man schon im Deckelchen. Ich weiß nicht, ob... Ich glaube, ihr könnt das sehen, oder? Meine Güte! Also da... Ich meine, er ist auch sehr weich. Ich glaube, wenn man... Seht ihr jetzt, wo ich mit dem Finger war? Wenn man das richtig einarbeitet, sieht das schon hübsch aus. Hat halt sowas von Feenstaub. Ne, glitzert. Gar keine Frage. Muss man mögen. Mein Problem ist, dass man die einzelnen Partikel... Ja, also, ne, ihr seht, was ich meine. Ich finde den so sehr hübsch. Also dadurch, dass der so ein bisschen durchsichtig, so ein bisschen rosa. Ich finde den an sich hübsch. Aber du siehst ihn auf meiner Haut. Also du siehst die einzelnen Partikel. Das hat so einen krümeligen Effekt auf meiner Wange. Und ich denke, das wird so ein Ich-hab-Bock-drauf-für-einen-Tag-Produkt. Und dann ist es mir egal, dass man Krümelchen auf meiner Wange sieht. Ja, ich denke, so wird das laufen. Ich habe den wirklich ganz viel ausprobiert und wo habe ich denn jetzt den Arm hingetan?
Bin ich jetzt deppert? Falsch. 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 Hä? Wo ist denn der Rose Gold? Was habe ich denn mal gemacht? Da. So. Reden wir mal über den hier. So sieht er aus. Ich finde, wenn man drauf guckt, finde ich, denkt man nicht instant an Rose Gold, sondern an Korall vielleicht. Peach. Auch sehr weich. Also wenn man mit dem Finger drüber geht, merkt man, wie sich das im Fännchen alles bewegt. Die sehen auch sehr schnell sehr benutzt aus. Also es gibt ein paar Leute, die ab und zu in ihren Favoritenvideos hochhalten. Und ich denke mir mal, Alter, hast du da drin rumgewühlt? Haben sie vielleicht gar nicht so. Man sieht das nur relativ schnell. So, und jetzt swatche ich mal den hier. Der ist Peach in meiner Welt. Also ich finde nicht, dass das mit Rose Gold zu tun hat. Rose Gold ist... er hier. Aber das liegt vielleicht auch an Sleek. Dass man da... Moment, ich swatche ihn einfach mal daneben. Es liegt vielleicht daran, dass meine Assoziation von Sleek vorgeprägt ist, aber so. Also der heißt jetzt Molten Rose Gold und das ist halt das kleine... Das ist das, was ich unter... Wenn einer auf dem Rouge oder Highlighter Rose Gold schreibt, dann verstehe ich das halt darunter, weil Rose ist in meiner Welt ein klares rosa Pink. Und zwar nicht Peach, sondern wirklich, ne, mit einem goldenen Burschen drüber. So, und der von Maybelline, ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann, der ist hübsch. Die kann man gut verteilen, kann man aufbauen. Ich finde, es ist nicht der leuchtendste Highlighter. Also tatsächlich, was Lichtreflexion angeht, kann der mehr. Ist ganz hübsch und ist auch nicht scheiße. Aber ich habe mir irgendwie mehr davon versprochen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe ihn mir von Payback-Punkten gekauft. Insofern ist es vielleicht jetzt nicht ganz so schlimm. Wobei es egal ist, ich hätte mir vielleicht auch irgendwas anderes kaufen können. Ich finde, es ist ein peachfarbener Highlighter mit guter Leuchtkraft, aber jetzt nicht Spiegelglanz, bam. Ich habe keine Ahnung, Wasser auf dem Gesicht. Also ganz so ist er nicht. Jedenfalls nicht bei mir. Bleiben wir bei Highlightern. Ich bin irgendwie bei Trend It Up ein bisschen ausgerastet. So zwischendurch. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Und zwar gab es von Trend It Up eine LE. Und jetzt weiß ich nicht, wie die hieß. Ich glaube, ich... Keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es da ganz schön rund. In meinem Portemonnaie. Es gab zwei Rouge und zwei Highlighter. Ich glaube, das Rouge habe ich nicht reduziert gekauft, das hellere hier. Und bei dem Highlighter bin ich mir gerade auch nicht so sicher. Aber die anderen beiden, also ich habe ein Rouge, ein Highlighter, glaube ich, unreduziert und eins reduziert gekauft. Also eins Set sozusagen. Das hier ist das Rouge und zwar in der 910. Das sieht so, finde ich, relativ peachig aus. Aber wenn ich das... Irgendwie wird das zu einem Altrosa. Also ich finde nicht, dass das die gleiche Farbe ist. Aber gut, das ist die 910. Ich tue dich mal dahin. Moment. So, das ist das Rouge. Seht ihr das? Also auf meiner Hand wirkt das ziemlich kühl. Und dann wechselt das Licht und es ist wieder... Wir gucken mal. Und das andere Rouge, was ich liegen gelassen habe bei der Erstauswahl, die 920, denn es ist schon relativ dunkel. Also, ne? Und es ist so gut pigmentiert. Das Helle ist auch gut pigmentiert, aber man sieht es halt nicht so, weil es so hell ist. Alter, und der Bursche ist... Geswatcht sieht man, wie schön der sich... Wie schön man den... er hat auch so einen leicht lila-bläulichen Schimmer. Das macht den echt schwierig für mich. Ich finde ihn aber schön. Da ist er. Also, seht ihr, wie dunkel der ist? Und der lässt sich gut verteilen, das ist gar nicht die Frage. Aber, ja, schwierig. Aber ich wollte ihn halt auch irgendwie nicht liegen lassen, weil ich die Farbe sehr besonders finde. Das hat sowas von dunkelrose-weinrot mit einem bläulichen Schimmer. Und wenn ich das jetzt so beschreibe, dann würde ich mir das niemals kaufen, wenn ich nur die Beschreibung lesen würde. Aber ich finde ihn halt echt super schön.
auch wenn er mir vielleicht nicht so hundertprozentig gut steht, aber den finde ich schon echt ziemlich hübsch und sehr besonders. Dann gab es zwei Highlighter, und zwar die 920 und die 910, genauso wie das Rouge. Er hier hat einen ganz tiefen Schnitt, wahrscheinlich vom Karton öffnen oder Verpackung öffnen. Finde ich ja nicht so schön, sehe ich auch erst jetzt, ich trottel. Und zwar, die 910 ist der hellere, das ist so eher so ein neutral champagnerfarbener, Moment. Relativ weich gepresst, also ich habe hier ganz schön Puder überall rumfliegen. Ja, das ist... Ja, auch eine... Also so finde ich ihn, also in der Verpackung sieht er halt verhältnismäßig langweilig aus. Hier kann er, finde ich, echt was. Also es ist schön gleichmäßiger Glanz, ohne Partikel, die ich jetzt erkennen könnte. Wenn sie rumfliegen, ja, aber so eingearbeitet nicht. Schöne Farbe. Fast schon Elfenbein. Finde ich sehr, sehr hübsch. Das ist auch so eins, das ich glaube, das funktioniert bei fast jedem. Und den habe ich gekauft, weil er reduziert war. Und weil ich dachte, vielleicht willst du das irgendwann mal tragen. Das ist die 920 und der sieht halt echt eher nach Nelly aus für dich. Hallo Nelly. Oder nach jedem anderen, dem solche Farben stehen. Sophie könnte den auch tragen. Ich bin mir da halt bei mir echt nicht so sicher. Der ist weiß-lila. Ja, das ist ein ganz helles Lavendel. Also tatsächlich so, wie er hier aussieht, in ganz zart natürlich, sieht er auch auf dem Handrücken aus. Textur ist auch wieder toll. So. Seht ihr das? Ich wollte den besitzen. Ich finde ihn auch total schön. Ich habe keine Ahnung, wie ich den... Ja, ein Wort, ne? Haben wollen. Aber ich denke, im Winter, wenn meine Haut nicht ganz so gelblich ist, also im Sommer wird sie natürlich gelblicher, weil das die einzige... Na, wie soll ich sagen? Farb... Wenn mein Hautton dunkler wird, geht er halt ins Gelbliche und nicht ins Olivfarbene oder was auch immer, was es da noch alles gibt. Also ich werde auf jeden Fall gelber und dann ist das natürlich tödlich. Aber im Winter werde ich weniger gelb und eher weißlich-gräulich. Da könnte der funktionieren. Wir gucken einfach mal. Ja, das waren meine... Nein, das waren nicht meine Ausrüster von Trended Up. In dieser LE mit, oder in diesem Aufsteller mit den Highlightern und den beiden Rouge von eben war auch noch die matte Lip Cream drin in der 920. Ich, also mit den Zahlen habe ich es ja irgendwie, ne? Ja, mehr die Namen. Und der war auch reduziert. Und ich habe diese Farbe gesehen und ich wollte das besitzen. Hält leider nicht so gut, wie ich mir das wünschen würde. Also es ist schon matt, es ist schon deckend, es ist kabam. Also, ne, siehst du aus 10 Kilometer Entfernung. Was für ein Pink. Es sieht jetzt, ne, von meinem orange-roten T-Shirt, von mir mit meinem wunderschönen neuen Nagellack, den ich vergessen habe mitzunehmen, ist Rival de Loup aus dieser einen, das war der letzte Aufbau, den sie gemacht haben, der vorletzte. Der soll irgendwie UV-beständig sein und was weiß ich. Ich glaube, er heißt Burning Sun, Rising Sun. Orange mit ein bisschen Pink. Echt hübsch. Gibt's aber, oder gab es auch schon von anderen Firmen, finde ich. Rival de Loup Nagellacke. Mal ganz kurz Haken im Kopf machen. Ich muss gleich noch was dazu erzählen. Ja, aber die Farbe ist ja also super. Ich habe es noch nicht mit einem Lip Liner ausprobiert. Also mit einem Lip Liner ein bisschen mehr arbeiten und dann den da drüber. Aber... Also Essen sollte man sein lassen, es sei denn, man, ne, macht die Gabelnummer, ist halt nicht so widerstandsfähig. Und das ist bei so einer Farbe natürlich schwierig. Die sollte schon, ne, sich verteidigen können. Aber naja, sehr, sehr hübsch. Und sommerlich. Auch wenn das gerade so grau hier ist, ich glaube, man sieht es auch ein bisschen am Licht. Naja. So, jetzt darf ich auf jeden Fall dieses Tuch nicht mehr auf diese helle Unterlage legen, denn dann gibt es Sauerei. Ich falte es mal, falls es runterfällt. Weiterhin Trended Up.
Ja, ich mache hier Werbung für trennende Abdauerwerbesendung. Ich muss mir da echt nochmal so ein Schildchen hinmachen, ne? Dann gab es die Cocoa Bronze. Coco Bronze. Ist die LE? Ich glaube, ja. Die LE hieß Coco Bronze, meine ich. Da gab es auch einen großen Bronzer und so weiter und so fort. Ich habe mir die zwei hier gekauft. Das ist einmal die 10 und die 20. Golden Blush, Golden Blush. Also, ne? Das hier ist die 10 und das hier ist die 20. Das ist tatsächlich eher richtig bronzefarben und da hat es noch einen ordentlichen Weinrot-Rotanteil. Die beiden habe ich gesehen und geswatcht und fand sie schön. Und zu Hause habe ich dann gedacht, Mann, seid ihr dunkel. Ob das was mit uns wird. Aber sehr weich. Also man sieht hier an dem Muster auch, dass ich da schon diverse Male drin war. Also das Muster an sich ist noch da, aber seht ihr? Sieht schon ein bisschen strapaziert aus. Das hier ist jetzt die 20. Oh, es ist wunderschön, ne? Also gleichmäßig, tolle Leuchtkraft. Farbe ist auch hübsch. Ich swatche jetzt nochmal die 10. Es sollen beides Rouge sein. Bei dem hier finde ich... Der Geruch ist übrigens toll. Riecht nach Kokosduschgel. Haben sie gut gemacht. Oh, hauaha, da war ich ein bisschen doll mit dem Finger drin. Ja, aber das... Also es sind eher Lidschatten, ne? Also, weil die derartig deckend sind. Ich finde die Farbe hier halt super schön. Es ist genug Gold drin, dass es nicht kalt ist, obwohl es halt so ein Weinrot fast schon hat. Und er hier geht sowieso, ne? Aber in der Anwendung... Fluffiger Pinsel, ganz weich. Aber sie sind hübsch. Und als Lidschatten zur Not funktionieren sie auch auf jeden Fall. Und sie riechen gut. Nach Kokos. Aber auch wieder nicht, wie ich finde, tödlich intensiv. So... Ich gucke hier gerade in meine Kiste. Wir sind also noch lange nicht fertig. Ich hoffe, dass der Akku das mitmacht. Lippenprodukte. Ich trage gerade Power Through von P2. Ich swatche jetzt erstmal die P2 Lippenstifte, von denen ich der Meinung bin, dass ich sie euch noch nicht gezeigt habe. Das ist Power Through. Muss ich den swatchen, wenn ich den trage? Ja, machen wir einfach mal. So. Wir fangen hier oben an. Power Through. Das ist ein Full-Color-Lipstick in der 300. 310. Bring Good Karma. Das ist auch ein Full-Color-Lipstick. Sehr viel kühler. Auch so metallischer. Gar nicht so leicht an mir. Sieht auch sehr viel dunkler aus als der Power Through. Dann habe ich noch Full-Matte-Lipstick in 200. Never Surrender. Das ist ja mein und... Ich habe den nicht mal geswatcht. Wie habe ich das denn gemacht? Bin der Meinung, ich habe den geswatcht. Das ist ja abgefahren. Habe ich nur ein Foto davon gemacht? Das ist ja... Naja. Also hier, ne? Einmal ungeswatchte Fläche. Never Surrender ist... das sagt Rorschach. Und das sage auch ich. Tatsächlich denkt man sich zuerst, warum ist das ein Full Matte? Und wenn man ihn swatcht, merkt man den Unterschied in der Textur. Der ist nicht, längst nicht so rutschig wie die anderen beiden. Hat allerdings einen Glanz. Und zwar sieht man das, finde ich, auch. Der hat so schon so ein leicht metallisches Blau. Was ja wieder kalt ist, aber irgendwie... Also ich konnte an einem Lippenstift, der Never Surrendered, einfach nicht vorbeigehen. So, haben wir hier noch mehr von P2? Ich glaube, damit sind wir fertig. Ich swatch jetzt mal Lippenstifte durch. Dann kommen wir zu Trend It Up. Da habe ich ja den Bock geschossen. Ich habe mir einen Lippenstift angeguckt, fand den gut und habe seinen Nachbarn gekauft. Sehr gut gemacht. Das hier ist ein Ultramatt. Die 478 aus dem Standardsortiment. Ist eine schöne Farbe, aber ich wollte seinen roten Nachbarn kaufen. So, dann Trend It Up. Das war die Lips and Perfumes LE. Ja, auf beiden ist irgendwie Aufklebergedöns drauf. Ist das hier vielleicht? Ah, so. Das war die LE. Und ich habe drei Lippenstifte da draus. Einen so habe ich mitgenommen und dann halt die zwei für 2 Euro das Stück, weil, ne, rote Aufkleber mit mir reden. So, jetzt müssen wir mal nach Nummern gucken. Das ist die 30, das ist die 50, das ist die 40. Okay, als erstes die 30.
sehr, sehr pigmentiert. Hier steht auch wieder Matt Lipstick drauf. Die haben einen Glanz. Aber die Pigmentierung ist derartig kräftig, dass das Glänzende, wenn das weggeht, habt ihr eine super hingesetzte matte Lippe. So, jetzt nehmen wir die 40 noch. Die sind extrem cremig. Ich weiß nicht, warum sie da matt draufschreiben. Es sind halt keine Glitzerpartikel drin oder kein metallischer Glanz. Aber naja, wie gesagt, wenn man die blottet, also wenn man da einmal aufs Küchentuch beißt oder auf eine Serviette oder wie auch immer und die sich hingesetzt haben, dann sind das matte, sehr farbige Lippenstifte. Das sind jetzt die. Bleiben wir da erstmal bei? Ja, weil es P2 und Trended Up ist. Das ist was Gutes. Also hier oben ist P2, hier unten ist Trended Up. Das ist Power Through, die Karma-Geschichte. Das ist Never Surrender. Und das ist die 478 von Trended Up. Und warum ich die da oben hingemalt habe, weiß kein Schwein. Weil es Standardsortiment ist. Genau. Deswegen. Haha. Und das hier sind die aus der Lips and Perfumes LE. Das ist die. Der hellste ist 30. Dann kommt 40 und dann kommt 50. Sehr, sehr unterschiedliche Lippenfarben, wie ich finde. Habe ich gut gemacht. Werde ich Spaß mit haben. So. Das ist eine Sauerei hier. Oha! Die hätte ich nicht so lange drauf lassen sollen. Also gerade der pinke und der... die 478... Also gerade Never Surrender, ja, der macht seinen Namen gerade alle Ehre. Ich kriege ihn nicht besonders gut ab. Wir legen das Tuch mal dahin und nehmen uns ein neues. Ich gucke immer mal ganz kurz aufs Display wegen der Batterieanzeige. Die macht nämlich nichts, bis es fast schon zu spät ist. Dann sagt sie, oh, guck mal, scheiße, ne? Toll. So. Dann bin ich irgendwie zwischendurch... Also ich kann nicht behaupten, dass es 3 für 2 gegeben hätte oder so, aber es gab auf jeden Fall, doch, 2 für 3. Irgendwie sowas gab es. So, jetzt habe ich sie alle zu mir gedreht und aber nicht zu... Naja, geht das so? Ja. Ja, ich muss mal ganz kurz gucken. Walnut Street ist neu im Standardsortiment. Amber State Building war schon. State of Burgundy war auch schon. LE war jetzt nur der 003 Devotion. Der ganz dunkle hier. Und aber East Plum ist, glaube ich, auch im Standardsortiment. Also das sind, glaube ich, Standardsortiment-Jungs. Und ich glaube nur der hier, und den habe ich nicht mal geswatcht. Da ist noch das Tesafilm drum. Und State of Burgundy habe ich auch noch nicht geswatcht. Ich mag die an sich total gerne. So, die swatche ich jetzt nicht alle durch, weil Standardsortiment, die drei hier. Also, was ich aber sagen kann, ist, wenn ihr sagt, Mensch, Amber State Building und Walnut Street sehen sich sehr ähnlich, das tun sie auch. Ne? Walnut Street ist ein bisschen dunkler, ein bisschen kühler, aber Walnut Street ist so fleckig bei mir. Also beim spontanen Auftrag morgens habe ich ihn tatsächlich wieder abgenommen, bevor ich zur Arbeit gefahren bin. Es gibt Tage, da kann ich Lippenstift tragen und Tage, an denen ist das nicht so schlau. der wurde so fleckig, dass ich ihn gleich wieder abgemacht habe und ohne Lippenstift zur Arbeit gefahren bin. Den hier habe ich einen Tag lang bei der Arbeit getragen. Er hat auch sehr gut durchgehalten und war eben nicht fleckig. Obwohl die sich so ähnlich sehen, ist da irgendwie in Sachen Deckkraft oder so ist da ein Unterschied. Ich habe gewarnt. Wenn einer sagt, hier Walnut Street ist überhaupt kein Problem, wenn man das und das macht, super, bitte in die Kommentare. Amber State Building fand ich toll. Ja, aber East Plum habe ich noch nicht getragen. Ist sehr dunkel lila. Mal gucken, ob ich den behalte. Also geswatcht habe ich ihn, aber ich weiß nicht, ob ich ihn behalte. 003 Devotion. So, jetzt ist hier Doppel-Tesafilm drum und ich weiß nicht, ob ich das abkriege. Ich finde es ja schön, wenn sie die Sachen schützen. Denn die Leute sind ja, also... Ich werd ja richtig sauer, wenn da ein Aufsteller steht, ganz vorne in der Farbreihe steht ein, ne, so ein Bursche, wo drauf steht Tester und die Letter sind nicht klein. Oh, das geht besser, als ich dachte. Sehr schön. Und die Leute drehen erstmal die anderen Jungs auf. Kann ich ausrasten. Sowas Rücksichtsloses.
Und ich glaube nicht, dass sie zu dumm sind. Sie weigern sich nur, ihr Gehirn einzusetzen. Denn, also... Das ist ja wie... Im Vorteil ist, wer lesen kann, ne? Oder wer lesen kann, ist im Vorteil, so heißt das. Ich finde, der Spruch müsste lauten, im Vorteil ist, wer lesen kann und es einsetzt. Das Einsetzen ist ganz klar das Problem. Denn mangelnde Schulbildung ist, glaube ich, nicht mehr so häufig. So, kriege ich, ja, so, mit Gewalt habe ich jetzt auch den hier aufgekriegt, so. Ist ja schön, ne? Aber mein Gott, das ist fillig. So, wir haben jetzt hier Statue of Burgundy. Oh, den habe ich auch noch nicht geswatcht. Ich glaube aber, den Tester habe ich ausprobiert. Die sind ja eher musig und auf der Lippe tatsächlich auch leichter zu swatchen als auf der Hand. Das ist Statue of Burgundy. Und hier haben wir Devotion. Oh. Oh, das ist eine schwarze Kirsche. Wie geil ist das denn? Ja. Bin gespannt, wie die sich tragen lassen. Ich bin ja von den ersten, die ich gekauft habe, ein großer Fan. Das sind die beiden. Oh yeah. Er sieht wirklich fast schwarz aus, ne? Aber ihr seht, dass es ein dunkles Lila ist. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. So, dann haben wir hier drei kleine von Essence, die ich für 95 Cent gekauft habe. Herr Unfug hat ganz professionell die Aufkleber abgepult, weil er sagt, das sieht nicht schön aus. Wir haben hier einen Vibrant Shock Lip Paint und zwei Metal Shock Lip Paints. Die swatche ich jetzt nicht, weil Standardsortiment, das Bild ist bei Instagram. Die habe ich für 95 Cent geschossen. Braucht man nicht weiter drüber reden. Dann, oh, einen habe ich vergessen. Der ist in meiner Handtasche. Meine Handtasche ist in meinem Zimmer und da schläft Herr Unfug noch. Lassen wir das. Ich habe mir zwei von den neuen Powder Matte von Maybelline gekauft. Und der eine ist so ein komischer Newton, der an mir so lala aussieht. Ich habe so ein paar schlechte Entscheidungen getroffen irgendwie. Das heißt schlecht. Ich wollte halt Sachen ausprobieren. Ich wollte mal aus meiner Komfortzone raus. Davon habe ich Tragebilder auf Instagram von ihm hier und seinem Kollegen, den ich gleich noch zeige. Das ist Smoky Jade. So ein geiler Farbton. Endlich mutige Farben in der Drogerie. Wieso swatchst du dich so fürchterlich? Auftragen lässt du dich super. Lalala. So. Das ist Smoky Jade. Es ist ein Rauchgrün. Es ist ein Rauchjade. Finde ich ganz, ganz, ganz großes Tennis. Und dann habe ich mir noch einen Grün gekauft und zwar von Lottie London's Lay All Day Longwear Matte Liquid Lipstick in Queen. Ganz tolle Farbe. Also ich finde mich super mit der Farbe. Es ist wirklich ein ganz tolles Petrol. Dunkles Türkis Petrol. Lässt sich auch ganz gut auftragen. Man muss ein ganz bisschen zusehen, dass man es gleichmäßig hinkriegt, aber das geht. Mein einziges Problem mit dieser Farbe ist, dieser Lippenstift ist so trocken, dass man fast das Gefühl hat, man hat etwas auf den Lippen, was gar nicht für die Lippen gedacht ist. So trocken ist der. Ich habe tatsächlich, also vom Tragekomfort, Smoky Jade, 10-mal lieber als den Lottie London. Aber die Farbe ist der Hammer, oder? Also vielleicht finde ich ja nochmal einen Lippenstift in so einer Farbe, ohne dass der so austrocknend ist. Weil, also der killt mich echt. Der killt mich. Aber ist so schön. Ja. Ich habe das nicht leicht, ne? So, jetzt machen wir die auch gleich wieder ab. Bevor, oha, ja, bevor das losgeht, was jetzt hier gerade... Also sag mal. Also ich rubbel hier echt ganz schön. So, jetzt ist es, glaube ich, auch weg. Oh, mein Magen knurrt. Ich muss unbedingt was essen gleich. Mit was essen meine ich jetzt nicht eine possierliche Schüssel Joghurtmüsli oder so, sondern eine Mahlzeit. Oh ja, dann habe ich mir den hier noch geholt. Der war irgendwie Prozent auf Lippenstift oder Maybelline oder so. 800 Dynamite Red Bold. Und zwar ist das die Aminatabelli. Und Maybelline-Kollektion. Und zwar hat die Aminata Belli. Meine Güte, hier, das ist die gute Frau. Und die hat so rot-braun,
Ich glaube, das war sie haben das irgendwas, glaube ich, mit Spices genannt. Es steht hier auf jeden Fall leider nicht mehr drauf. So, das ist ein Bold und Bold ist halt extrem pigmentiert und es ist so ein schönes Rot. Also man tupft wirklich nur und also es ist so eine satte Farbe. Man sieht, Moment, wenn ihr den Unterton wissen wollt, wenn ihr einen roten Lippenstift seht und ihr wisst nicht, welchen Unterton er hat, dann verwischt den ganz an der Seite. Dann wisst ihr, dass, also der hier hat einen bläulichen Unterton, ne? Ihr seht, wie pink das wird. Das ist theoretisch ein kühles Rot. Also so mache ich das. Aber es ist super schön. Super schön. Der Lippenstift an sich ist auch super schön. Also ich mag die Maybelline Lippenstifte sowieso sehr gerne. Dann, ich mache ein bisschen schnell. Wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. So ist das nicht. habe ich mir einen Nagellack im Catrice-Ausverkauf gekauft. Und zwar ist das, das hier finde ich übrigens cool. Der Unfug dachte erst, er hätte ihn kaputt gemacht. Das war zauberhaft. Und zwar aus der Brown Collection. Der hier geht auf jeden Fall raus. Ist das Goddess of Bronze. Schöner, dunkler, metallischer. Steht mir auf jeden Fall super. Ist tatsächlich fast schon ein bisschen sehr erwachsen für mich, aber... was ich auch noch im Catrice Ausverkauf gekauft habe, das stimmt, dann springen wir da mal ganz kurz ein bisschen hin und her. Da habe ich mir den Prime and Fine Eyeshadow Base Long Lasting gekauft. Die geht halt raus. Das ist die Eyeshadow Base 10, so. Das Ding hier. Ich habe das mal bei einer Freundin ausprobiert und es funktioniert genauso gut wie der Manhattan Lidschatten Primer, den ich ja auch gebraucht habe, den ich heute auch wieder benutzt habe, der also derartig fest zementiert ist. Also beim Abschminken braucht man eigentlich schon was mit Öl, fast schon, um das wieder abzukriegen. Den hier finde ich ähnlich gut. Warum sie den rausnehmen, weiß ich nicht, aber ich glaube, sie bringen 9 irgendwie dazu. Und was ich mir auch noch gekauft habe, sind 2 von diesen Klick-Lidschatten. Toll, Jumi, du hast die Haare drauf gemacht. Und zwar ist das die 10 Look Like You und die 100 Parisiens oder Parisians Lifestyle. Das sind die beiden Matten hier. Ne? Das ist Look Like You und das ist Parisiens oder Parisians oder wie auch immer sie das in Englisch aussprechen. Das sind die beiden hier und ich habe... Hier ist auch noch der Captain Black Sparrow drin. Hübscher Lidschatten. Nicht ganz so pigmentiert, wie man das sonst gewöhnt ist, aber naja, jetzt fehlt halt noch einer. Mal gucken. Das war der Catrice-Ausverkauf. So. Jetzt kommen hier noch 2 Flohmarkt-Schätzchen. Oh, ich habe mir einen Essence-Pinsel gekauft. Stimmt, weil ich einen mit lustigen Mustern habe. Der war in der Post. Den finde ich so gut, den benutze ich im Moment ständig, dass ich mir den auch nochmal gekauft habe. Nur mal so ganz nebenbei. Huch, nicht verstecken, du musst auch noch. Ich war ja auf dem Flohmarkt und habe unter anderem dieses T-Shirt hier ergattert. Sehr cool. Und ich habe 2 MAC-Lippenstifte gekauft. Für zusammen 9 Euro. Und zwar ist das einmal Riri Wu, Retro Matte Riri Wu aus der Rihanna Collection. Und Pretty Irresistible, Not for Individual Sale. Das muss in so einem Set gewesen sein. Die LE sagt mir jetzt nichts. Vielleicht weiß ja einer den LE-Namen, damit ich mir das mal angucken kann. So, sie muss ein Lippenstiftanwender gewesen sein, der, weil sie nicht besonders leer sind. Also wie man sieht, ne, sind sie nur ein, zweimal getragen, sagte sie. Oder vielleicht 5-mal, ist mir ja auch egal. Die sahen aber aus wie Sau. Ich habe mich erst gefragt, so, hä, aber die sind doch fürchterlich getragen. Wenn man sie rausgedreht hat, hat man gesehen, es fehlt praktisch fast kein Produkt. Und sie muss so ein Anwender gewesen sein, der Lippenstifte, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt Leute, die machen das. Ich kleiner Zwangsneurotiker könnte das nie. Und zwar machen die so und schminken beide Lippen gleichzeitig. Und das muss sie gemacht haben, denn die waren rundherum, ne? Und ich habe mir dann einfach ein Küchenmesser genommen, ich glaube, man sieht das auch, habe die benutzten Flächen so ein bisschen abgekratzt, jetzt sind die wieder wie neu praktisch und die sind so cool. Also die Farbe Riri Wu ist halt, der ist so trocken und so fest, dass man beim Spotchen schon fast ein bisschen Probleme hat. Hält dadurch aber also auch eine Käsepizza aus, ne? Also wir reden hier von einer Hot Rock Käsepizza mit, das ist eine Käsepizza und dann hauen sie da noch...
Käsesoße für Nachos extra drauf. Und ich hatte danach immer noch ordentlich Lippenstift drauf. Also insofern. So, das ist Riri Woo. Das ist ein Retro-Matt und das hier ist einfach nur matt. Der ist ein bisschen schmusiger hier. Das ist Pretty Irresistible. Das ist eher ein Pink. Ja, das ist ein Pink. Also ein sehr kräftiges, dunkles Pink. Das hier ist der Maybelline. Und das hier sind Riri Woo und Pretty Irresistible. Pretty Irresistible ist tatsächlich auch sehr komfortabel zu tragen. Hält auch ganz gut. Ist natürlich nicht so ein Betonbursche. Ich finde, man sieht an der Textur auch, dass der hier viel dicker ist und viel schwergängiger und ein ganz anderes Kaliber, aber sehr schön. Ja, freue ich mich tierisch, dass ich die erbeutet habe. Und jetzt versuchen wir, die mal abzumachen. Das wird ja ein Spaß. Oh, das geht tatsächlich... Nein, nein, es bleibt ein Stain. Und ausgerechnet von Pretty Irresistible. Ich dachte ja eher, dass Riri Woo stained, aber na gut. Ja, nee. Mein Handrücken muss mit irgendwas Ölhaltigem sauber gemacht werden. Der ist schon ziemlich eingesaut. Essence, genau. Wir waren eben schon kurz bei dem Pinsel. Dann habe ich... Oh, Catrice Ausverkauf. Scheiße, was machen wir denn jetzt zuerst? Ich war bei Essence. Ich habe mir den Kisses from Italy Brows und Flick Designer gekauft. In der 02 Brow Dolce Wow Wow. So sieht er aus. Die Farbe passt sehr gut zu mir. Er ist sehr weich und hält leider nicht besonders gut. Das Bürstchen ist ganz cool. Kann man so ein bisschen mit auswischen. Ich würde ihn mit einem Augenbrauenpuder setten. Aber ich glaube, dass jemand, der Haare hat, mit dem ganz zufrieden sein wird. Ich glaube, es ist wieder dieses, ich habe keine Haare und male sie mir komplett auf. Ich glaube, das ist das Problem mit dem hier. Ansonsten ist der schön. Also die Farbe ist toll für Rothaarige. Dann habe ich mir zwei hiervon. Einer ist schon in Benutzung und einer als Reserve. Und zwar ist das die 02 Flashy Brows von den Long Lasting Eyebrow Definer oder Designer? Definer. Ich habe den Aufkleber mal kurz. Die hier, ne? Damit male ich mir, wenn ich Zeit habe, das ist der zweite Schritt, kleine Augenbrauenhaare auf. Und das sieht gut aus, finde ich. Sie wirken dadurch, also zumindest auf einen halben Meter Entfernung und näher kommt mir hoffentlich auch nicht so oft jemand Fremdes. Finde ich das ganz cool. So. Ich habe einmal richtig Geld ausgegeben, 15 Euro war das, glaube ich, für diese, weil ich die besitzen wollte. Da stand ich davor und war einfach... Gib mir das. Und zwar ist es die Love Lights Warm Highlight Palette. Ja, die Warm Highlight Palette. Das Ding ist unglaublich schwer und dick. Unglaublich hübsch. Unglaublich wertig. Der Spiegel ist riesig. Steht auch von alleine. Naja, nicht in jedem Winkel. Aber so kann man es auf den Tisch stellen. Und dann... Das sind die drei Farben. Und wie man sieht, gebackene Textur, die sind auch sehr erhaben. Ich weiß gar nicht, wie viel ist denn hier drin? 12 Gramm. Das heißt 4 Gramm pro Bursche. Das ist schon nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Vor allem, wenn man es dann auf den einzelnen Highlighter runterrechnet, ist es auch wirklich nicht mehr so teuer. Ja. So. Die haben keine einzelnen Namen. Aber hier sind sie. Ja, okay. Da muss man vielleicht ein bisschen weiter weg für gehen. Der hier hat so einen Schuss Rosa, genauso wie der hier, ganz witzig. Und der hier hat schon so einen Fliegenaugeneffekt fast schon, so ein bisschen grünlich. Sind super schön auf der Haut sichtbar. Sie machen keinen... Sie sind so transparent... Und dann aber wieder Licht reflektierend. Also sehr hübsch, wie ich finde. Also das mag ich an Highlightern tatsächlich gerne, wenn die gar nicht so decken. Sondern, ja, es einfach nur leuchtig macht. Also wenn man sie praktisch von vorne nicht sieht, aber von der Seite so ungefähr. Ja, sehr schöne Jungs, halten auch echt gut. Also die haben bei der Arbeit auch schon Sachen auch ausgehalten, die eigentlich für die eigentlich niemand ausgelegt ist. Aber sie konnten das. Ich glaube, ich habe gerade neben die Kamera gespuckt. Ah ja, gut gemacht. Das lassen wir mal ganz kurz sacken.
Womit machen wir weiter? Genau. Sachen. Oh, gut. Einen von Essence noch. Klar, dass ich das Farbschema genommen habe, passt am ehesten zu mir. Das habe ich gekauft, während es bei Rossmann 30% auf Lidschatten gab. Deswegen habe ich nicht mal 5 Euro, sondern 4,65 oder so für den bezahlt. 11 Gramm sind insgesamt drin. Und ich habe Swatches auf Instagram. Deswegen mache ich das jetzt hier nicht. Die Leute swatchen die ja auch ständig. Na okay, vielleicht ein paar. Wir nehmen den großen Highlighter. Wir nehmen den Orangeton, was ich am spannendsten finde. Und den roten hier. Achso, und den blauen will bestimmt auch jeder sehen. Also vorab, ich finde die super zu benutzen. Pigmentierung ist top. Also auch gerade für den Preis. Der Orangene soll das Rouge sein, aber das ist mir zu intensiv, also mache ich das nicht als Rouge. Hier. Das sind Jungs, die mit dem Pinsel wiederum ein bisschen besser funktionieren als mit dem Finger. Also als beim Swatchen. Dass der bläuliche so ein bisschen durchscheinend ist, finde ich nicht so schlimm, weil ich zu dem eh nicht so oft greifen werde. Der hat aber einen ganz tollen Glanz. So eine Meerjungfrauenfarbe, so ein Blau mit so einem goldgrünlichen Schimmer. Echt hübsch. Und die Jungs sind halt, also ich meine, sieht man ja auf Distanz auch, ne? Also die leuchten schon. Und also für 4,65 top. Wie die anderen sind, weiß ich nicht. Aber mit meiner bin ich sehr, sehr zufrieden. So. And now. Kommen wir mal zu den Sachen, die ich bei Frau Make-up Kit gekauft habe. Als erstes ein Zweier-Paletten-Set. Da war einmal die Sleek-Palette On the Horizon, die 444. Finde ich auch eine schöne Sommerpalette, wobei durch die Grüntöne, es geht halt alles. Die war so gut, also wie das so ist, wenn man Sachen bei ihr kauft, fast gar nicht benutzt. Teilweise gar nicht, teilweise einmal mit dem Finger oder mit dem Pinsel drin. Super schön. Wir swatchen mal zufällig ein paar. Wir nehmen mal den, dann nehmen wir einmal den. Und dann nehmen wir nochmal den grünen. Nehmen wir nochmal den hier. So. Also der Blauton ist also krank. Das ist echt krank. Ich zeige euch gleich mal meinen Finger und dann, was auf meiner Hand passiert ist. Oh, den Ton sieht man bei mir gar nicht so gut, weil er und ich ungefähr gleichfarbig sind. Das ist der grüne. Es ist so einfach, für diese Farben mich zu begeistern. Also das hier, und guck mal, was an meinem Finger noch dran ist. Also da habe ich wohl ein bisschen übertrieben. Den man nicht so gut sieht, also ihn hier, der kann da gar nichts für. Der ist toll pigmentiert und deckt auch, aber wir sind uns ein bisschen zu ähnlich. Der grüne scheint ein Pinselkandidat zu sein. Und er hier ist... Ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Automatisch verliebt. So, jetzt nehmen wir uns nochmal ein neues Tuch. Drei Tücher bisher. Bodycount. Ja. Der Tücher Bodycount ist jetzt bei Nummer 3. Dass das Lied mal verboten war, ne? Ist es das immer noch? Weiß das jemand? War eine ganz wilde Geschichte, als ich 16 war oder so. Wem habe ich jetzt alles im Ohrwurm verpasst? Schreibt das mal bitte. Ich habe euch vermisst. Schreibt mir mal Blödsinn in die Kommentare. So wie ich euch kenne, schreiben jetzt alle das Wort Blödsinn. Würde ich gut finden. Zweite Palette, die ich bei Cat gekauft habe. Das ist die... Die war so ein bisschen über. Und ich glaube, ich habe... Was habe ich bei dir bezahlt? 7 Euro oder irgendwie sowas? Also fast gar nichts. Die Zoeva Blank Fusion. Frau Lu, was wollen Sie mit noch einer Nude-Palette? Weiß ich nicht. Ich wollte sie haben. Ist auch wieder Top-Zustand. Die Qualität ist typisch zu Eva. Wir swatchen mal den offensichtlichen hier. Wir swatchen auch noch den zweiten offensichtlichen. Und wir swatchen ihn hier, weil ich ihn schön finde. Die lacht da so und hatte kein Zuhause.
Und ich fand sie hübsch und ich meine, zu Eva-Paletten kann man auch irgendwie nicht zu viel haben. Das ist ein bisschen gemein, die schimmern dann gegen den Matten zu swatchen. Der kleine Matte ist gar nicht so schlecht, aber naja. Oha, und jetzt geht uns die Batterie flöten. Toll! Und einen der Hauptdarsteller, den letzten, konnte ich euch noch gar nicht zeigen. Das müssen wir dann wann anders machen. Ganz schnell, geht um ihn hier. Den habe ich auch noch bei Frau Make-up Cat gekauft. Ich glaube, Swatches gibt es im Internet genug. Mal gucken, ob ich ihn nochmal separat zeige. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss.